Ich begrüße keinen Unbekannten. Ganz herzlich willkommen, Florian Homm. Herr Moras, eine Freude, hier mit Ihnen zu sitzen. Wie geht's Ihnen? Sie haben immer noch einen Schuss im Rücken, hatten Sie mir eben erzählt. Ja, im 12. Rückenwirbel, 38er, habe ich mir eingefangen im November 2006 in Caracas. War lange Zeit nicht sicher, ob das einfach ein Raubversuch war oder ein Attentat. Aber mittlerweile ist es ziemlich eindeutig, dass es ein Attentat war. Ja. Sie werden ja von der ganzen Welt gesucht. Getrauen Sie sich überhaupt noch frei rumzulaufen in Deutschland? Also einer der wenigen Vorteile, etwas bekannt zu sein, ist, es wäre nicht smart, mich irgendwie abzuräumen oder abzuholen. Aber andererseits muss ich auch sagen, meine Prozesse laufen hervorragend. In Italien doch. Der ist durch. Es gibt noch Schweiz und USA. Und in beiden diesen Ländern sind wir sehr zuversichtlich. Meine Ex-Frau wurde in 6 Anklagepunkten freigesprochen und kriegt jetzt von ihren Klägern Geld zurück. Und ich bin eh nicht optimistisch, was mich betrifft. Aber Ihr Geld ist immer noch eingefroren? Familiengelder im hohen 8-stelligen Bereich. Ja. Kommen wir jetzt zur Politik und zur Wirtschaft. Sie haben den sogenannten Green Deal der EU beobachtet und wir können ja wahrscheinlich sagen, dass das nichts Gutes heißt. Sie sprechen sogar davon, dass hier die Ökodiktatur droht. Also erstmal zur Qualität der Zahlen. Es wird geschätzt, auch vom Kohleverband, dass man alle Kohlekraftwerke für der Welt, die größten Umweltsünder, alle weltweit? Ja, weltweit für 80 Milliarden umrüsten kann. Da sind wir sogar eine Technologie-Weltmarktführer bei kohlenstoffdioxidfreundlichen Kohlekraftwerken. Also man würde die Emissionen mindestens halbieren. Um das zu machen, müsste man 80 Milliarden ausgeben. Das wären nur 8% des europäischen Ökofonds oder es wären 80% der aktuellen Diskussion eines deutschen Ökofonds. Also wieder kompletter Schwachsinn, wie wir mit unseren Mitteln umgehen. Wir können mit einem Zehntel deutlich mehr erreichen oder mit 8% mehr erreichen als die EU-Maßnahmen. Ja, die wollen jetzt eine Billion oder sogar 2 Billionen rausbringen. Das muss ja irgendjemand bezahlen. Ja klar, die Umlagen gehen immer auf den Steuerzahler, direkt oder indirekt, oder auf den Konsumenten. Es ist vollkommen richtig. Oder die Verschuldung wird erhöht, das geht auch auf den Steuerzahler. Am Ende zahlen wir alle die Zeche. Ja, auch die Firmen zahlen auch in erhöhten Energiekosten. Aber da sind wir schon bei den Stromkosten Nummer 1 oder 2 in Europa, bei der Steuerlast Nummer 1 oder 2 in Europa, bei den Auflagen, Regularien auch Nummer 1, 2. Also irgendwann müssen wir auch mal an unsere Bürger denken, weil wir haben es versäumt, seit grob 8, 9 Jahren eine Steuerentlastung zu geben. Anstatt dass wir den sehr reichen Carry-Tradern die Kohle in die Tasche stecken, damit sie mit null Zinsen gut investieren dürfen. Ja, aber Sie sagten ja auch, das Ganze hat eine politische Komponente. Also mit dem Klima, CO2-Gedöns und mit dem Green Deal kann man ja praktisch alles durchsetzen. Ja, die Frage ist perfekt. Wir haben ja eine Zentralbankpolitik, eine Negativzinspolitik, die ist nach jetzt immerhin 11 Jahren komplett gescheitert. Wir haben immer noch nicht die Schulden abgebaut. Die Bilanzen verlängern sich, die Schulden werden immer größer. Die Wirtschaftsdynamik ist die schwächste in allen Wirtschaftserholungen der letzten 139 Jahre gemessen. Das ist gescheitert. Jetzt gehen die Zentralbanker zu den Politikern und sagen, heizt die Wirtschaft an. Wir brauchen irgendetwas. Ja, weil unser Ding funktioniert nicht. Unsere Maßnahmen überhaupt nicht funktioniert. Haut mal richtig in grüne Infrastruktur Kohle raus. Lustig, oder? Ich hau nur Kohle. Kohle dürfen wir gar nicht mehr sagen. Steht ja auf, genau, dem Index. Ne? Ja. Aber ich meine, ist ja ganz raffiniert eingefädelt. Damit ist dem Geldhahn, dem Aufdrehen des Geldhahns, ja praktisch keine Grenzen mehr gesetzt. Ja, man ist quasi legitimiert durch die Politik und durch die Bedenken, Ökobedenken. Aber es ist wieder schlechte Mathematik. Es wird wirklich kindlich naiv eingesetzt. Und das Ganze hat natürlich dann auch noch, also diese, wie gesagt, Topic ist Ökodiktatur. Wer da nicht mitspielt oder wer da aus der Reihe schert, der kriegt dann eins drauf. Ja, das kann bedeuten, dass Sie bei Aktienindizes von Pensionskassen, die keine Ölaktien mehr halten, keine Gasaktien mehr halten, ja, wahrscheinlich demnächst sowieso ist schwer mit Tabakaktien, also was immer, ja, oder Lithiummanufaktur oder Kobalt, egal. Also das ist so eine Sanierung
Ich möchte die gar nicht werten. Ich bin ja selber ein Freund, ökologisch sehr sensibel, und ich halte, achte, ich will auch in einer sauberen Umwelt leben. Aber ich möchte, dass die Mittel intelligent eingesetzt werden und nicht aufgrund des Gelddruckwahnsinns der Zentralbank und ihrer politischen Vasallen. Wie soll das enden, Ihrer Meinung nach? Also wie geht das weiter? Das nennt man im Kapitalsystem Fehlallokation. Wenn Sie endlos das Geld falsch und idiotisch einsetzen, führt das immer zu einem Ruin, einer Entwertung der Vermögen. Das ist seit 5000 Jahren Geldgeschichte so. Ja, aber es ist ja schon verrückt, dass Frau von der Leyen und Frau Lagarde da offensichtlich an einem Strang ziehen. Ja, also die eine ist... Die grüne Geldpolitik, die Flutung mit grünem Geld, da kann ja keiner mehr was sagen. Apropos Prozesse, Frau Lagarde ist in einem 400 Millionen Euro Betrugsskandal strafrechtlich verurteilt worden, und Frau von der Leyen hat einen äußerst fragwürdigen Track-Record als Verteidigungsministerin. Allerdings. Wir haben jetzt nicht die begnadesten Wirtschaftsgeistlichen am Werk. Ja? Wie wird das alles enden? Ich meine, wird das die Fahrt in den Abgrund beschleunigen? Nein, das wird sie verlängern, weil ein sehr krankes System, was allen Beteiligten bekannt ist, sonst würden die Zentralbanken nicht massenhaft Gold aufkaufen anstatt ihre eigenen Währungen. Das tun sie ja nicht. Sie drucken Währungen, auf der anderen Seite kaufen sie Gold. Man streckt dadurch den systemischen Kollaps, und es gibt noch andere Mittel, die man sich einfallen lassen kann. Aber das heißt ja nicht, dass das Problem gelöst ist. Das Problem ist größer und der Crash wird tiefer sein, also dramatischer. Glauben Sie, dass die finanziellen oder Repressionen da deshalb noch weiter zunehmen wollen? Ich habe das mit anderen Kollegen schon besprochen, dass vielleicht Enteignungen drohen, höhere Steuern drohen, also dass der Steuersklave bald alles abliefern muss? Ja klar, wir haben ja kein Produktivitätswachstum, aber wir haben höhere Ausgaben, höhere Anforderungen und höhere Restriktionen auch in der Wirtschaft. Ergo muss jetzt mehr Geld geholt werden, ob das eine Grundsteuer ist oder ob es eine Ökosteuer ist. Oder Vermögenssteuer. Kerosinsteuer, die Vermögenssteuer hat sich in Belgien durchgesetzt. Wird zu uns kommen, die Finanztransaktionssteuer hat sich in Belgien durchgesetzt, da wurde es ausprobiert. Kommt hundertprozentig zu uns, siehe Aussage Olaf Scholz. Wir haben Buy-in-Regeln. Wenn eine Versicherung nicht mehr funktioniert, können die Leistungen gekürzt werden. Wenn der Staat Geld braucht, dann kann er sich an den Bankkonten der Kunden vergreifen. Wenn wir Negativzinsen zahlen in Deutschland, dann werden die Überschüsse, die dadurch bei der Zentralbank ankommen, in Italien eingesetzt. Das ist ja verrückt, ne? Also die EZB zieht das Geld ab über 0,5%. Ja. Und das Geld, das sie dann hat, wird zur Umverteilung in der Südschiene unter anderem genutzt. Und dann werden wieder Kredite aufgenommen in Berlin, wo wir gerade sind, Wohnungen gekauft von Italienern. Ich meine, das ist ja wunderbar. Völliger Wahnsinn. Also ich meine, irgendwie gehen wir doch in Richtung Sozialismus. Wir hatten uns doch eben im Gespräch, gerade hier Berlin, Stichwort Mietendeckel. Da haben Sie richtig angesprochen, statt Wohnungen zu schaffen, machen Sie Deckel drauf. Also ich meine, schlimmer war es in der DDR auch nicht. Nein, es ist ein komplettes Unverständnis der Politiker. Wir haben in Berlin Tempelhof, das gehört tatsächlich hier der Regierung. Das sind grob 400 Hektar. Wenn man als Meisterlatte nimmt die Fläche in Manhattan, dann kann man hier durchaus mit 50.000 Betten rechnen. Muss man etwas höher bauen natürlich, und weniger Grünflächen. Allein so eine Ansage würde wahrscheinlich die höchste Wirkung haben bei den Mietanfragen. Wenn man sagen würde, wir bauen hier, was ich, 10.000 Wohnungen. Machen Sie aber nicht. Nein, wenn wir sagen, wir bauen in Berlin 100.000 Wohnungen für mit 3,5 Personen oder 4 im Schnitt, das ist dann ungefähr eine Erhöhung des Angebots im Großraum Berlin von 10-15%. Ergo, und das ist in 2-3 Jahren fertig, dann hätte das tatsächlich den größten Effekt auf Mietpreiserhöhungen und nicht Verstaatlichung. Das ist halt genau den gegenteiligen Effekt. Und eine Mietbremse führt dazu, dass gar nichts mehr gebaut wird. Ja. Ein schwedischer Architekt soll mal gesagt haben, es gibt zwei Möglichkeiten, eine Stadt zu zerstören. Das eine ist durch Bomben und das andere durch einen Mietendeckel.
Ja, der Mietendeckel, ich verstehe auch das auch manchmal, weil sie absolut nicht mehr bezahlbar sind für, ich würde sagen mal, 70% der Nicht-Hartz-IV-Bevölkerung Ja, aber da kann der man auch mal die Union. Steuern senken beispielsweise, dann hätten die Leute wieder mehr Geld. Wir haben die Chance verpasst, wir haben durch die Geldpolitik die Reichen reicher gemacht. Sieht man am Gini-Koeffizienten für Vermögen und bei Einnahmen, die Ungleichheit wächst dramatisch. Es wäre besser gewesen, alle Steuerzahler bis 20.000 Euro auf Null zu setzen. Das wäre richtig Bis fair gewesen. 20.000 Euro Verdienst keine Steuern. Das wäre doch okay. Absolut. Natürlich, warum nicht? Es ist leicht bezahlbar. Ja. Stattdessen kommen Sie jetzt demnächst mit Helikoptergeld. Glauben Sie daran? Ich halte allen Schwachsinn, den man in Japan gesehen hat, der seit 3 Jahrzehnten erfolglos ist, auch das probiert man hier. Das ist ungefähr so, ich gehe in einen Film einmal, da gibt es ein Ende, beim zweiten Mal gibt es nochmal ein Ende, es ist das Gleiche. Und jetzt machen wir das Spiel in Europa, in Amerika und wir erwarten ein anderes Ende als in Japan. Das ist komplette Infantilität. Kurz noch Konfrontation mit den ganzen Crash-Theorien, die in der letzten Zeit aufgetaucht sind. Sie selber haben ja auch ein Crash-Buch geschrieben. Klar. Crash ist schon da, oder wie heißt das? Also der Crash ist da, mit dem Unterschied, dass die Leute, die unseren Anlageempfehlungen gefolgt sind, im Schnitt 80% verdient hätten. Wir hatten sie auch schon drüber unterhalten, sogar eine Krypto-Empfehlung, wir hatten Pharma-Empfehlungen. Und eine hat 500% gemacht, die andere hat 300% gemacht, der Goldwert ist leicht gestiegen und eine ist pari. Ja, das ist ein gutes Man Ergebnis. kann auch in einem schwierigen Markt, man sollte sich nicht einschüchtern lassen, es geht um den Portfolio-Mix, um super Portfolio-Mix, Der kommt der auch im ist Crash-Zustand. crashbeständig. Crash-beständig. Genau. Ja, aber ich meine, Markus Krall sagt ja zum Beispiel, Ende 2020 geht's los und so weiter. Auch Professor Max Otte, Buch geschrieben, der Weltsystem-Crash. Glauben Sie, dass der Crash bevorsteht? Im Jahr 2020 ist zwar die Rezessionsangst geringer, aber wir haben geopolitischen Stress. Das Handelsabkommen mit USA und China, das benachteiligt Europa dramatisch. Wir haben dieses Jahr einen Neufinanzierungsbedarf von 20 Billionen. 20 Billionen Euro, Billionen, also in ja, 20 Billionen Dollar, genau gesagt, 18 Billionen Euro. Das ist erheblich, weil die gesamte globale Verschuldung ist bei ungefähr 250. Ja. Da kommt aber jetzt noch 2, 3 Billionen grünes Zeugs dazu. Und das muss ja irgendwo platziert werden. Und wir sind in einem wirklich fragilen Umfeld und die US-Wahl hat Trump noch nicht gewonnen. Glauben Sie, dass er gewinnt? Ich war der einzige Analyst in Schrift und Wort, der im Jahr 2016 in meinem anderen Buch Endspiel Ende 2015 gesagt hat, da gab es noch nicht mal die Primaries. Ich habe gesagt, Trump wird Präsident. Ja, und jetzt beim nächsten Mal wieder? Wackelig. Wackelig? Wackelig. Aber bei den Demokraten ist ja auch nicht so richtig was los, ne? Nein, und Biden ist auch eher so ein Konsensusdemokrat und das ist Business as usual. Aber die smartesten Investoren, die ich kenne in den USA, sagen, falls Demokrat mit einem Mix, sagen wir, selbst wenn es Biden Sanders ist oder Biden Warren, dann finden das die Kapitalmärkte gar nicht gut. Tja, jetzt noch zum Brexit. Glauben Sie an den Brexit? Überzeugt ist, dass das durchkommt, aber ich habe wenig Vertrauen in die Kompetenz der Regierungen. Auf unserer Seite des Kanals und auf der anderen, es müssen sehr viele Warenströme gemanagt werden. Viel wird gedeckt durch die World Trade Organization, Welthandelsorganisation, aber die ist jetzt auch kastriert. Das ist auch schon ein Unruhefaktor. Dispute zwischen Ländern, Handelsdispute werden nur noch durch das Recht des Stärkeren gelöst. Es gibt keine neutrale Instanz mehr. Also der Schiedsrichter ist weg. Und der 2 Meter große Boxer wird dem 1,50 Meter kleinen Balletttänzer sagen, wie die Regeln laufen. Und das ist für die Weltgemeinschaft schlecht. Es ist auch eine Balkanisierung. Das ist ja Mittelalter in seiner besten Form. Ja. Sie kannten auch George Soros, hatten Sie mir eben erzählt. Was Ja. ist das für ein Mann? Was halten Sie von dem? Brillante, also jetzt ist er natürlich etwas älter und ist vielleicht auch nicht mehr so am Ball, muss er auch nicht sein. Ein brillanter Investor, der Schwächen in Währungen gut erkannt hat, systemische, makroökonomische Währungen, der diesen schwierigen Jahr mit seinem Kollegen, den ich auch nicht so gut kenne, Stan Druckenmiller. Druckenmiller, haben sie 30% Renditen gefahren in einer Börse, die reale Verluste hat zwischen 66 und 80 von ungefähr
80%. Also das ist, die waren extrem schnell begnadet und nicht richtig. Schlecht, aber er mischt sich ja mehr und mehr auch in die Politik ein. Ja, das darf auch sein, ist auch sein gutes Recht, wenn er das, wenn er da Überzeugungen hat. Ich weiß das selber als ehemaliger Milliardär, das war mein Umfeld. Die wollen alle irgendein großes Erbe hinterlassen nach was dem Gutes Tod. Tun. Nur das Gute tun. Es ist ein bisschen anmessend zu sagen, was für unsere Zuschauer jetzt gerade gut ist oder nicht. Weißt du? Wahrscheinlich aber nicht das, was Soros will. Ja, ich möchte da nichts hinein extrapolieren. Nee. Ich kenne ihn nur als absoluten Profi im Thema und meine, dass er nicht mehr so motiviert ist. Aber ich weiß auch nicht, ob das smart ist, mit über 80 sich Tag und Nacht noch mit Börse zu beschäftigen. Glauben Sie, dass die Börsen in diesem Jahr 2020 eher nach oben gehen oder dass wir da irgendwie doch größere Probleme haben? Also ich würde auf jeden Fall darauf setzen, dass wir reif sind für Korrekturen nochmals in diesem Jahr. Also ob es ein VIX-Crash ist oder ein Flash-Crash ist oder... Also Sie meinen Volatilität? Ja, Volatilität ist momentan sehr niedrig, wird hochgehen. Ich möchte keine große Prognose abgeben. Den letzten Crash 2018, den hatten wir wirklich mit der Punktlandung auf die Woche terminiert. Ich habe in den letzten 5 Crashs mehrere hundert Millionen verdient. Aber komischerweise finde ich, dass man die ganzen Crash-Propheten sich noch nicht so ganz orientiert haben an dem Arsenal der Notenbanken und der Politik. Siehe die grüne Welle. Das hat keiner auf dem Radarschirm. Apropos Politik, glauben Sie, hört man immer wieder, Merkel ist gesteuert? Ist das Ihre eigene Entscheidung, die sie trifft? Also da gibt es 2 Gegenbeweise. Generell würde der Eindruck entstehen, diese extreme Amerika-Hörigkeit. Wir haben es jetzt erlebt bei Nord Stream 2. Klare Ansage, wir lassen uns nicht diktieren, wie wir uns energiepolitisch aufstellen. Und auch bei Huawei wieder so ein Attacke-Ziel der Amerikaner, hat sie auch gesagt, die Telekom-Unternehmen müssen das selber entscheiden. Also komplett gesteuert ist sie nicht. Aber ansonsten so Europolitik, Migrationspolitik und so weiter, da hat man ja schon manchmal das Gefühl, dass sie nicht gerade zum Wohl des Landes arbeitet. Also diese EZB-Nähe, diese Vergemeinwirtschaftung unserer Vermögen, unserer Ressourcen, unserer Guthaben, Veruntreuung. Das wirkt nicht. Ich glaube, das ist ein großer Wille, dass der Euro besteht. Aber ich glaube, der Euro muss nicht bestehen und die EU könnte trotzdem florieren. Ja. Es ist ein Zwangsjackett, Korsett für viele Länder, das einfach nicht passt. Ja? Und wahrscheinlich der Euro. Irgendwann glauben Sie deshalb auch, dass der Euro bricht. Wir können das den Präzedenzfall nehmen. Wenn ständig die solventeren Länder die wenig Solventen subventionieren oder de facto Schulden in die Endloszeit bewegen mit Nullzinsen, das spricht wenig dafür. Und es gibt auch, man kann es auch nicht, das ist wie die frühen Vereinigten Staaten um 1776. Wir sind auch bankrott gegangen, weil diese Quersubventionierungen nicht funktioniert haben. Keine gute Aussichten für den Euro. Es gibt kein erfolgreiches, langjähriges Beispiel einer Zollstrich-Währungsunion. Basta. Deshalb wird der Euro wahrscheinlich irgendwann auch das zeitliche Segen segnen. Also 2000 Jahre Wirtschaftsgeschichte sprechen dagegen. Vielleicht ist diesmal alles anders, ist so ein ironischer Satz, Herr Moss. Ja? Florian Horm, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das Gespräch. Freut mich enorm, Herr Moss, mit Ihnen hier sitzen zu dürfen.